Okay, mein Upload ist eigentlich die ganze Zeit relativ stabil. Das. Hallo. Hi. Hallo. Hi. Hi. Hallo. Hi. Hi. Hallo. Hi. Okay, Entschuldigung. Das Problem ist, wenn ich jetzt die Quali ein bisschen runter mache, also momentan sind wir ja auf sehr hoch, muss ich halt das Game neu starten. Das ist echt dämlich gemacht, aber okay. Ja, wenn es anfängt zu stören oder wenn es nochmal, es ruckelt wirklich nur in Zwischensequenzen. Das ist echt komisch. Okay, aber okay. Das Spiel würde ich jetzt, wie gesagt, nicht spielen, weil das haben wir letztes Mal schon gespielt. Da haben wir den abgezockt wie sonst was. Hallo Ava! Oh, was? Hä? Weh? Hä? Du? Hi! Habt ihr Hallo gesagt? Hey, pst. Habt ihr Hallo gesagt? Was flüsterst du? Ich verstehe sie nicht. So. Du hast ein Zeichen. Ach, wen haben wir denn da? Guten Tag. Keine Ahnung, wen haben wir denn da? Übst du deine Wortspiele, Alvis? Ah, Eivor. Ah ja, jetzt ruckelt es ja. Der einzige Mund in Midgard, dessen Spott ich fürchte. Du lehrtest mich die Kunst der Skalden, alter Freund. Es war doch klar, dass ich dich bald übertreffen würde. Wie wäre es dann mit noch einer Lehrstunde? Ein rascher Spottstreit, jetzt und hier? Was sagst du? Oh ja, auf ein Wortgefecht. Da bin ich gespannt. Lass uns Spott streiten. Entschuldigung. Gern ein paar Münzen. Die meisten von uns, die den Spottstreit lieben, teilen auch eine Liebe fürs Wetten. Aber heute verzichten wir darauf. Fangen wir an. Ich bin bereit. Beim Spottstreit sind Reime und Versmaß verlangt. Es zählt nicht nur der Klang, wenn man ordentlich zankt. So gib acht, welche Worte du wählst im Gefecht. Unterweist du mich? Geht meine Herausforderung schlecht? Was du lehrst, tritt so hart wie ein Schlag ins Gemächt. Was du lehrst, trifft so hart wie ein Schlag ins Gemächt. Eine schöne Antwort. Der Reim war gut und das Versmaß hat genau gepasst. Lass uns jetzt über den Inhalt reden. Der Spottstreit nimmt Gegner recht bissig aufs Korn. Die Gewitztheit zählt mehr als ein Ausdruck von Zorn. Sag ich dir, du bist töricht und dumm ohne Hirn. Dann sage ich, heiße Luft verbeult dir deine Stirn. Spucke ich dir ins Gesicht und mache ich dir deine. Fuck. Mache ich. Dann sag ich, heiße Luft verbeult dir deine Stirn. Ah, eine gute Antwort. Ich hab dich dumm genannt und du hast es zurückgegeben. Du hast mein Thema, Verstand, aufgegriffen. Wenn dir mehrere passende Erwiderungen einfallen, nimm die, die inhaltlich am besten passt. Einer noch. Also geh nun, sei siegreich, die Zunge dein Schwert. Schlag gewitzt dich, sei schnell, was dir auch widerfährt. Voller Freude erwarte ich, wie's dir dann ergeht. Von mir kommen dann Sprüche, die kaum jemand versteht. Mein Gegner von Reimer nur Witzsturm vergeht. Du bereust schon in Kürze, was du mich gelehrt. Nee, eins. Von mir kommen dann Sprüche, die kaum jemand versteht. Der Reim ist gut, aber der Aufbau nicht. Ah, verdammt. Knapp daneben. Die zwei war's, glaube ich. Du zankst voller Können, vortrefflich gemacht. Gekonnt schwingst du Axt und auch Wort in der Schlacht. Danke, Alvis. Diese Lehrstunde merke ich mir. Dammit, ich will die zwei machen. Naja, okay. Charisma. Oh, wenn du Spottstreitduelle gewinnst, erhältst du Charisma und schaltest besondere Dialoge. Ich war noch nicht fertig. Habe ich auch genommen. Der Ring ist passt besser, aber reimt sich null. Alvis, es wird. Lass nie wieder mit dem reden, ja? Okay, gut. So, wir sind aufgestiegen in den Fähigkeiten. Ich will den Wolf.
Plus 1 Angriff, Betäubung kritischer Schaden, Blocken, Rüstung, Ausweichen, minus 3 Gewicht. Heißt das, ich bin dann schlanker? Oder heißt das, dass ich weniger tragen kann? Das wäre ja dämlich. Nee. Ja, minus 0,3 Gewicht ist überall. Gut, machen wir den Wolf. Nächstes ist Fernkampfwiderstand. Kopfschuss. Nice. Schleichende Kundschafter. Ah, genau. Ja, bis dahin will ich es eigentlich straight machen. Dann können wir mal schauen, was da unten noch alles ist. Leichter Angriff. Ausbildung Giftwiderstand. Kritischer Schaden. Ja, genau. Das schauen wir dann. Also die nächsten zwei Fähigkeitsstufen sind auf jeden Fall gesaved. Nahe Quest anzeigen. Sprich mit Gunnar, dem Schmied. Oh ja, wegen unserer Axt. Ich nehme mal die Abkürzung hier. Eivor, Wolfsmal. Willkommen zurück. Oh, ich liebe die Synchronstimme. Ich habe hier etwas, das du sehen musst. Bei Thors Donnerschlag. Ist das die Axt deines Vaters? Diese Schönheit habe ich nicht mehr gesehen seit... Naja, schon lange nicht mehr. Ich habe sie vor langer Zeit geschmiedet. Sieht immer noch gut aus. Eine meiner besten, finde ich. Die Klinge ist stumpf, aber sie liegt gut in der Hand. Kannst du sie schärfen? Ich kann ihre Schneide verbessern und den Griff verstärken. Und wie es das Schicksal so will, habe ich noch einen Barren dafür übrig. Bist du sicher? Du brauchst... Wir haben es so eingerichtet. Aber bring in Zukunft deine eigenen Barren mit. Aus Luft kann ich nichts schmieden. Du brauchst keinen Barren dafür. Was? Also an sich vom Spielerischen macht Sinn, aber er will den Schaft verbessern, verstärken und es schärfen und braucht dafür einen Barren. Ja. Gut. Nicht jeder weiß so viel über Schmieden wie ich als Schmiedemeister. Gut. Ausrüstung verbessert. Wenn du Barren in die Schmiede der Siedlung bringst, kann Gunnar, sehr schöner Name, Rüstung und Waffen damit aufwerten. Dadurch werden Runenplätze freigeschaltet. Die Objekte sowie auch ihre Aussehen können weiter verbessert werden. Ah, Wunderbärchen. Kosten ein Barren. Neuer Ruhmplatz, neues Aussehen. Das machen wir dann mal. Uiuiuiui. Varins Axt. Wieso steht da nicht Fatis Axt? Naja. Acht Axt. Gut, dafür brauchen wir drei. Was ist das da unten? Das sieht aus wie Marshmallows. Okay, wir brauchen 3x2 Marshmallows. Gut. Alles klärchen. Was ist das? Kupfernickelbarren. Ah. Kohlebarren und Tungstenbarren. Das sollte reichen. Noch etwas? Ich weiß nicht. Lass mich sehen, was du anzubieten hast. Erstmal quatschen wir ein bisschen. Und wie geht es dir, Gunnar? Hältst du durch? Ich mag die Arbeit und mein Hunger ist stark. Nur die Nächte sind neuerdings kalt. Meine Liebste ist fort, falls du es noch nicht weißt. Ja, das tut mir leid zu hören. Ihr wart wie lange zusammen? 5 Wochen waren es. 5 wunderbare, leidenschaftliche Wochen. Entschuldigung. Alles vorbei. Werde ich meine Brünnhild jemals wiederfinden? Eine Valkyria wirst du wohl nicht mehr treffen, Gunnar. Du solltest deine Ansprüche etwas zurechtstutzen. Zurechtstutzen? Eivor, sieh dir meine Waren an, meine Waffen. Ich bin kein Mann, der sich mit weniger als dem Besten zufrieden gibt. Okay. Also.
Jagdbogen. 3 kostet der. Okay. Ja, sonst noch etwas? Verbessern werde ich jetzt erstmal nicht mehr. Das wäre erstmal alles. Komm jederzeit wieder. Gut. Familienangelegenheiten. Wer möchte eine Geschichte hören? Oh ja. Wer hätte Freude an einer Göttergeschichte? Es gab immer Krieg, sogar zwischen den Göttern. Als Midgard noch jung war, war Asgard von Zwietracht zerrissen. Die kriegsgeborenen Äsir, die Magie der Vanir verachtend, verstießen gegen die Sitten und mordeten in Odins großer Halle. Gullveig von den Vanir wurde getötet und verbrannt. Nicht einmal, sondern 3-mal. Dann ward sie wiedergeboren als Freya, Mutter der Seherinnen. Der Krieg, der danach entbrannte, hallt noch immer in den neuen Welten nach. Midgard ertrank im vergossenen Blut und die Toten verdeckten den Blick auf die Sonne. Die tapfer Gefallenen, ob schon begraben, warten, dass Heimdall in das Gjallarhorn stößt, um sie zur Schlacht zu rufen, ein letztes Mal. Doch durch ihre Verluste waren beide Seiten den Angriffen der Jötner und Ungeheuer ausgeliefert. So schlug Odin in seiner Weisheit eine Waffenruhe und eine Ehe mit der Kriegshexe Freya vor. Eide wurden geschworen, Hörner gehoben und aus der vermengten Spucke der Götter ward Kvasir geboren, weiser als Odin höchst selbst. Dies ist derselbe Kvasir, dessen gestohlenes Blut zum Met der Skalden gebraut wurde. Doch davon erzähle ich euch ein anderes Mal. Eine gute Geschichte, Holmgar. Dieses aber Land ich vernehme Styrbjörns Stimme darin. Ein weiser Skalde bla bla bla, okay. Das war gerade so lustig, als beide so synchron gegähnt haben. Gut. So, neue Quest. Sprich mit Ranvi. Da ist auf jeden Fall auch noch was. Was will die? Lasst uns die Götter unterhalten! Was? Na gut, Tekla. Ich trinke dich unter den Tisch. Okay, trinken wir. Mal schauen, wie das ist. Hallo, Tekla. Was brauchst du? Alves sagt, das Gebräu wäre zu stark. Kannst du ein paar Runden vertragen? Keine Ahnung. Was muss ich machen? Entschuldigung, ich musste gerade husten, ich hatte was im Hals. Ich trinke nicht so schnell. Was? Ach so. Das wird anstrengend. Entschuldigung, mein Hals tut weh. Entschuldigung, mein Hals tut weh. Trinken als jeder einzelne. Warte, hä? Die ist gerade umgefallen und deswegen habe ich verloren, oder? Die meisten dieser Arschlinge hätten sich eingepisst oder wären umgefallen. Gibt es keinen, der es mit mir aufnehmen will? Na gut, Tekla. Ich trinke unter den Tisch. Tobi und Quicktime ist dann nichts mehr. ja. War das noch jemand? Kann ich mit dem betrunken reden? Hallo. Hey, ich schau mir mal den Laden an. Oh.
kann ich holen, wenn du magst. Raubtierpfeil. Diese Pfeile können auf großer Entfernung Schädel durchschlagen. Zusammen mit einem Raubtierbogen richtet. Okay, Raubtierbogen brauche ich. Was kannst du gerne haben? Mahlzeiten, Eisenerz. Okay. Ich habe 200. Das habe ich auf jeden Fall da. Jagdpfeil und leichter Pfeil. Dünne Pfeile für leichte Bögen richten einen geringen Schaden an. Das kannst du gerne haben. Ich kann nichts kaufen. Wir sehen uns bald wieder. Ja, weil ich einen Rückkauf habe. Mein Fehler. So, gut. Sprich mit Randovi. Dann machen wir mal die Hauptquest, ne? Würde ich sagen. Sie sollten jetzt fertig sein. Du kannst hineingehen, aber falls du noch etwas vorhast, tu es lieber jetzt. Lass ihn sich abkühlen. Ich könnte zuerst mit Walker sprechen, mich ein wenig erleichtern. Der König wird nicht weggehen. Dann gehen wir erstmal auf Klo. Würde ich sagen. So, kämen wieder an. So, Spruch einer Seherin. Warte, gerade ruckelt's aber auch bei mir hier im Game. Nee, das überzeugt mich nicht. Sven, hast du ein paar neue Tätowierungen? Oh, Tätowierung. Hätte ich schon. Zeig mir, was du stechen kannst, du Stecher. Lass mich mal sehen. Wie du willst. Oh, frisieren und tätowieren. Aha. Ah, wie cool. Und wieder die Musik ist so, oh Mann, ich liebe das. Ich mag echt das um die Augen rum. Ich mag dieses. Ich mag das voll. Okay, machen wir. Nee, da brauchst du nichts. Linker Arm. Junge. Warte. Kann ich dich. Ah ja, so. Und damit es synchron ist, würde ich sagen, der rechte Arm auch. Ja, es ist doch cool. Jetzt fange ich an zu flackern. Oh, wenn ich noch ein Tattoo habe, dann werde ich unsichtbar. Ist das geil. Okay, die Axt ist cool. Wieso flackere ich denn jetzt? Oh, da werde ich grau. Rasiert rot, rasiert hellbraun. Okay, das ist geil. Ich würde es so machen, ehrlich gesagt, weil ich finde, dunkle Haare und blaue Augen sind einfach nur geil. Finde ich richtig cool. Drück mal Alter 4. Nice. Drück mal F1. Mache ich dann. Welche. Also ich würde ehrlich gesagt dunkel machen. Ist sie cool aus. Doch. Gut. Dann. Zurück. Ja, das haben wir alles. Und gibt es sonst noch etwas? Ja, nein. Bis später, Sven. Aber finde ich gut. Mach, was du willst, Stupi.
Okay, ich mach, was ich will. Und das ist, was ich will. Gut, Zuspruch, warte. Oh, geil. Cool. Das wusste ich gar nicht, dass man das machen kann. Aber seht ihr das mit den, die ganze Zeit voll nach unten und dann wieder voll nach oben? Das. Ja, eben. Das schwankt extrem und das ist bei keinem anderen Spiel so. Also selbst Odyssey oder Origin ist ja richtig heftig. Das ist ganz normal. Oder Tomb Raider ist auch ganz normal. Ja. Aber ja, normalerweise. Also normal ist es auf jeden Fall nicht. Vor allem, ich habe halt. Also CPU ist halt. Ja. Eine sehr gute und. Ja, die 2080 Super ist auch eigentlich gut genug. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß echt nicht, woran das liegt. Vor allen Dingen, es ist total egal, ob ich, also ich habe es mal ausprobiert auf höchste Einstellung und auf niedrigste Einstellung. Da ist genau dasselbe. Ich geh mal zum Wasser. Hier. Und mach dann nochmal F1, wenn du. Das. Ach so, okay. Entschuldigung. Kennst du mich nicht mit dunklen Haaren? Ich hab's gerade gefärbt. Meinst du so hier? Während du was anschaust und wenn du. Bei mir war immer, wenn ich Wasser anschaue, 8,9 FPS und bei Land so 30. Wie gesagt, das Spiel ist halt also schon relativ grafikintensiv, das stimmt. Aber selbst wenn ich es auf niedrig mache, dann ist halt maximal ist, glaube ich, dann 200 FPS und mindestens ist auch wieder 10. So, sehr Toba, komisch. Du hast den Pfeil gegen die Nadel eingetauscht, wie ich sehe. Eivor, kannst du mich die Kunst des Bogenschießens lehren? Aber sehr gerne doch. Haha, easy. Siehst du, wie ich stehe? Setze deine Füße fest auf den Boden. Nicht weiter als schulterbreit. Atme ein, wenn du die Sehne spannst. Sieh auf den Punkt, den du treffen willst. Nun stell dir vor, wie der Pfeil genau hindurchfliegt. Und noch viel weiter. Krass, atme ich hab ja. Danke, Eivor. Jetzt habe ich etwas für dich. Machst du mir einen Antrag oder was? Das finde ich krass, dass bei dem Bogen ist der Zoom extrem heftig. Und ich habe eine kleine so ein Zielvorrichtung. Siehst du? Aufs Auge kommt's an. Danke, Eivor. Als Geschenk könnte ich dir eine neue Tätowierung anbieten, etwas, um deine Narbe zu schmücken. Ein nettes Angebot. Aber sie soll sichtbar sein. Oh, ich wollte dich nicht beleidigen, aber ich kann dich trotzdem tätowieren, wenn du magst. Besuche die Tätowierwerkstatt. Das habe ich doch schon gemacht. Siehst du nicht? Ich habe hier ein Tattoo. Egal. Vornberg. Wir haben wieder einen Skill bekommen. Oder doch nicht? Doch. Achso. Erstmal den. Ich warte schon auf Kopfschuss. Schaden.
Ich habe den ganzen Tag nicht gewonnen. Das muss sich ändern. Letztes Mal hat er gesagt, so ja, ich habe noch gar nicht verloren und ich brauche einen guten Gegner. Und jetzt lost er ab. Das ist doch gar keine keine Herausforderung dann. Gut, ich gehe mal zur Seherin da oben. Das finde ich geil, dass die Norwegisch sprechen. Alter, das ist er. Das ist wirklich cool. Proviant ist voll. Aber ganz ehrlich, gerade ruckelt es mehr als sonst. Aber die ganze Zeit war es voll locker flockig. Okay. Kannst du mir ein paar gute Jagdgründe nennen? Das könnte ich. Schrei doch nicht. Aber ich will nicht, dass jeder dort rumtrampelt und das Wild verscheucht. Bring mir 3 Hirschgeweihe, um dein Können zu beweisen. Und vielleicht erzähle ich dir eine Geschichte. Eine schöne Herausforderung. Wir sehen uns bald wieder. Wow. Ihr bekommt, also ich muss 3 Hirsche töten, damit ich eine Geschichte erzählt bekomme. Das ist sehr schön. So. Ja, okay, ich muss leider so ein Spiel spielen da unten. Aber letztes Mal haben wir ja auch easy gewonnen. Da haben wir ja locker flockig gewonnen. Setz dich doch. Mir fehlt das Klappern der Würfel. Ja, Örlück. Wollen wir. Örlück. Also gut, dann mal los. Also gut. Fangen wir an. Örlück. Schickedem, schickedem. Gut. Das nehmen wir mal einen Kopf. Ein Gegner fängt an. Gut, also für die, die nicht wissen, wie das geht, also es gibt verschiedene Symbole auf den Würfeln, Angriff und Klauen und so weiter. Und hier gab es leider keinen Mauszeiger. Egal. Aber ihr bekommt schon raus. Gut, ja. Hier steht es ja, also einen normalen Schaden, einen Fernkampfschaden blockiert, einen normalen Schaden, einen Fernkampfschaden stiehlt. Genau, so ein Mana, sag ich mal, und er halt den Mana, genau. Gut, warte, der blockt jetzt einen normalen Schaden, dann mache ich so. Und ich, ja, mach so. Okay. Okay, er nimmt gar keinen. Ich nehme den und den. Er stiehlt mir jetzt 3 und ich nehme 2, okay. Egal. So, ja. Hatte jetzt natürlich ein bisschen. Ich kann echt nicht würfeln. Ich kann echt nicht würfeln. Danke. Letztes Mal hat der so dämlich gewürfelt. Der nimmt echt nichts? Okay. Wir gehen mal voll auf Damage. Okay. Alter, der macht ziemlich viel Schaden. Überspringen, also wir können jetzt nichts opfern, weil wir nur
Ja, okay, mit 4 hätten wir was machen können. Also damit machen wir halt sofort Schaden an seinen Würfelketten. So, 1-1. Gut, er hat 2, 4, 6, 7. Wir haben nur 4, okay. Und ich glaube ab. Also mit. Okay, also mit 4 kann man 2 vernichten, mit 8, 4 und mit mehr machen wir mehr. Ich habe halt ja jetzt kaum Verteidigung. Also er macht 2 Schaden. Ich kann euch mal. Genau, also 4 macht 2 Schaden, 8 macht 5 Schaden, 12 macht 8 Schaden. Okay. Wir machen nichts. Boing. Okay, der hat langsam wirklich sehr viele. 2, 4, 6, 8, 9. Muss ich aufpassen. Ich muss jetzt sehr viel. Ja, das ist doch dämlich. Okay, da geht jetzt sehr auf Damage. Okay, ich habe verloren. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, einen habe ich noch. Genau. Warte, ich mache 2 Schaden. Sicher, ich könnte den 8er wählen. 1, 2, 3, 4. Okay, nächste Runde gewinne ich oder verliere ich? Cool. Die Niederlage steht bevor. Also, ich muss jetzt nur 3 Schaden machen. Okay. An sich hätte ich alles nehmen können, aber das ist mir jetzt so risky, weil der braucht nur einen Schaden zu machen und dann kann er. Und dann kann er mit seinen Segen quasi mich platt machen. Ah, verdammt. Okay, jetzt habe ich verloren. Na schön, na schön, na schön. Ach, das wahrscheinlich ist das auch einfach. Deswegen macht er sein. Okay. Das ist einfach. Gut. Ich gehe jetzt einfach voll auf Verteidigung. Nicht schlecht. Gut. Totale. Was hat er gemacht? Na egal. Es war spannend bis zum Schluss. So ein Pech. Nochmal?
Nee, die Quest ist vorbei. War ja klar, das beim ersten Mal habe ich den besiegt und jetzt nicht. Egal. Gut. Wo ist die nächste Quest? Ich liebe die Sprache, ne? Quest. Zuspruch der Seherin. Genau, und wo ist die? Da oben! Ja, lol. Die Sprache ist halt richtig cool.